Guten Tag und willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Nachdem wir im letzten Part so hart rumgefailt haben, gibt es jetzt das K-Level 5K Plattform Patsche. So, welchen vernünftiger YouTuber würde ich das Intro rausschneiden? Aber nö, kein Bock. Also den Loading Screen, meine ich. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich kenne den noch. Und der ist echt nicht leicht. Oh, was? Alles klar. Das war unfair. Nee, sorry. Das war einfach unfair. Das war unfair. Ich meine, ich hatte den Boost, dass ich da gesprungen bin. Aber wurde mir halt weggenommen. Weil ich da diese scheiß Stacheln berührt habe. Okay, ein Herz. Shit. Ich glaube, da ist es. Echt noch sehr einfach. Und ich fail hier schon wieder rum. Aber naja. Ist halt das K-Level. Man ist ein bisschen angespannt. Ist generell nicht so Kindergarten wie die anderen Level. Ja, sag ich, nachdem ich da heftig gefailt habe im letzten Part. Aber ihr wisst, was ich meine. So, schön ein Herz gegönnt. Was? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass nicht viele den Level schaffen ohne Partner. Gibt wahrscheinlich so einen richtig heftigen Speedrun von dem Level. Wo er einfach nur durch das Level durchboostet, als wäre es gar nichts. Oh. Mhm, ich sehe es. Aber dafür, dass ich halt so lange nicht mehr gezockt habe, finde ich das schon akzeptabel. Vom Skill her. So. Jetzt erstmal anschauen, was gibt's hier. Dann ein bisschen warten, okay. Okay. Wenn man sich nicht sicher ist, einfach bleiben. Hier einfach bleiben. So, wie gehabt. Mal kurz warten. Zack. Einfach immer kurz warten, wenn man verschnaufen kann bei den K-Leveln. Einfach tun.
Okay, und da geht wieder die Action los. Alles klar. Okay, da einmal zurückgehen und weiter geht's. Scheiße. Man hätte draufbleiben müssen. Ich probiere das jetzt einfach noch ein paar Mal. Oder ein, zwei Mal. Und wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich mir einen Gehilfen holen müssen. Das bringt ja jetzt auch nichts, da das tausendmal zu probieren. Und hinterher ein... Das sollte auch nicht passieren. Und hinterher einfach keinen Bock mehr auf das Spiel zu haben. Wobei ich denke nicht, dass es passiert. Ich finde es halt echt cool, den Level. Echt sehr gut herausfordernd. Aber fürs Let's Play ist halt kacke. Gerade wenn man das eher... Scheiße. Eher ungeschnitten hochlädt. So, hier gibt es hoffentlich wieder ein Herz. Jo. Gerade dann ist es eine schlechte Idee, so rumzuhampeln. Wo kam auf einmal der Speedboost her? Und die Puzzleteile sagen mir, dass ich erst die Hälfte geschafft habe von den Level. Das muss man halt auch noch überlegen, dass man... Ja. Ja gut, bisschen über die Hälfte anscheinend. Aber halt ungefähr die Hälfte, würde ich sagen. Das muss man sich halt auch immer im Kopf behalten, dass man... das nicht unterschätzt. Die Länge der Level. Und da dann auch frühzeitig sagt, ja gut, jetzt ist Schluss. Jetzt schneide ich oder jetzt hole ich einen Partner. Was auch immer. So ein Bullshit. Ich probiere es noch einmal und wenn es jetzt nicht klappt, also an der Stelle, wenn es da an der Stelle nicht klappt, dann hole ich einen Partner. Halt doch echt unlucky, dass ich Dixie im letzten Part verloren habe. Weil ich denke, hätten wir Dixie gehabt jetzt hier, hätten wir es auch gefirst-tried. Dachte schon, ich krieg das Herz nicht, aber alles gut. Das sind hier auch ganz fiese Dinger, ey. Nee, sorry. Kein Bock. Spiele ich vielleicht nochmal privat, wenn der Druck weg ist, aber... So, jetzt fürs LP habe ich da einfach keinen Bock drauf, wenn ich da die ganze Zeit denke, ja, schauen Leute zu und... der Part wird immer länger.
Das ist einfach, ist einfach ein bisschen zu viel Druck. Vor allem, ich muss ja dabei auch dann noch kommentieren. Nicht, dass ich hier... Warum habe ich noch einen Bananensaft, hä? Egal. Vor allem, ich muss ja auch noch nebenbei dann kommentieren. Und das nimmt dann ja auch nochmal die Konzentration aus dem Gameplay. Was man ja sogar auch schon in normalen Level merkt. Das ist ja auch so. Ah, okay. Hab mich schon gewundert, wo Dixie bleibt. Das ist ja auch so, dass man abgelenkt wird, wenn man kommentieren muss. Beziehungsweise, dass man da auch schon oft merkt, okay, das war jetzt gerade echt scheiße und würde einem beim normalen Zocken wahrscheinlich nicht passieren. Aber naja, was willst du machen? Bin halt hier kein Pro-Player, muss ich leider zugeben. War ich vielleicht mal, aber... also, als ich halt jünger war... Ja gut, was heißt jünger? Vor ein paar Jahren, vor drei, vier Jahren, als ich wirklich richtig aktiv Nintendo-Games gezockt habe, war ich vielleicht mal echt gut und hätte das hier wahrscheinlich auch gefrühstückt. Aber ich bin halt nur mal ziemlich scheiße geworden. Muss man mal so sagen, ne? Muss man einfach mal so sagen. Vom Profi zum Gelegenheitsspieler. Leider. So, und das war scheiße. Und das beenden wir. Da hat man halt auch gemerkt, okay, der hat so viel ge... Was, wir haben Dixie noch? Was ein Scheiß, ja, hätte ich mich eigentlich umbringen müssen, um den nochmal zu kaufen. Obwohl, ist ja eigentlich auch unnötig, da nur in Abgrund zu springen, damit man sie nochmal kaufen muss, ist ja auch eigentlich Quatsch. Da muss man respawnen und, hast du nicht gesehen. Ich meine, wenn das Level, beziehungsweise das Spiel einen das anbietet... dass man halt direkt verlassen kann, wenn man irgendwo runterfällt oder so. Dann ist es auch, naja, selbst schuld. Ich finde, auch das sollte entfernt werden, so eine Funktion. Das ist halt so, wie in Super Mario 64 ist. Dass man dann das Level nicht verlassen kann, wenn man gerade am Fallen ist. Ich glaube auch im Wasser nicht, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall, wenn man irgendwo fällt, dann kann man den Level nicht verlassen, sondern man muss wirklich vernünftig auf dem festen Grund stehen. Damit halt so eine Situation nicht entsteht. Wo man dann einfach aus dem Level geht, ja, damit man halt nicht stirbt. Das finde ich echt gut bei Super Mario 64. Aber wo war ich? Pro-Player und so weiter, irgendwas damit gequatscht, ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich da war. Ich hatte eben gedacht, okay, das merkst du dir schon. Aber jetzt mir entfallen. Also es tut mir echt leid, wenn ich irgendwelche Dinger beginne und ich dann einfach nicht mehr weiterrede, beziehungsweise mit was anderem weitermache. Ach ja, hier bei dieser Stelle. Da hat man auch einfach gemerkt,
dass ich da gestorben bin, weil ich so viel rumgelabert habe. Weil beim ersten Mal habe ich es ja auch hinbekommen. So, da müsste man eigentlich auf die Eule dann springen. Oh mein Gott! Ich glaube, ich bin einfach mal ab der Stelle. Oder wenn ich halt irgendwie Ruhe brauche, laber ich einfach mal nicht mehr. Also, tut mir dann leid, wenn es etwas weniger unterhaltsam ist. Aber wir können ja auch hier nicht die ganze Zeit rumhampeln. Muss ja weitergehen. Aber es war halt auch, die beiden Stellen waren halt auch so Dinger, okay, wo man gemerkt hat, okay, da wurde nur gefailt, weil so viel rumgelabert wurde. Und jetzt meint man, ja, aber du laberst ja auch gerade rum und machst das ja eigentlich auch ganz gut so. Ja, aber die Stellen habe ich halt schon hier zigmal gemacht. Und da hat man jetzt auch gesehen, der Sprung war nicht ganz wunderbar. War nicht ganz so toll. Es sind halt diese kleinen Fehlerchen, die einmal passieren. Und gerade an solchen Stellen, da kannst du dir einfach keinen Fehler erlauben. Da musst du perfekt springen. Auch mit Partner. Mit Dixie. Weil die Plattformen verschwinden halt. Da kann dir Dixie auch nicht weiterhelfen. Dixie ist halt eher so, du kannst... Nein. Das war scheiße. Das war einfach nur scheiße und unfair. Du kannst halt ein bisschen korrigieren mit Dixie. Aber mehr ist da halt auch nicht drin. So, jetzt keine Entschuldigung mehr. Wir ziehen den Scheiß-Level jetzt durch. Es steht mir echt bis oben hin. Ja. Genauso! Genauso! Man merkt vielleicht, dass ich ein bisschen getriggert bin. Merkt man vielleicht ein bisschen. Ah ja, dann kommen ja auch noch die scheiß Puzzleteile dabei. Wo man natürlich auch sagen muss, die geben einem dann nochmal so einen gewissen Druck, weil man halt einfach irgendwelche Sachen einsammeln muss, während man da auf den Plattformen rumturnt. Was?
Ich glaube, da wird mir jeder zustimmen, dass das Betrug war. Eben mit der, mit Dixie an der einen Stelle. Jetzt nicht, dass ich da dumm die Eule verfehlt habe, sondern einfach eben da an der einen Stelle mit Dixie. Und nein, man muss doch nicht auf der Plattform einfach stehen bleiben. Ich habe gerade gesehen. Man muss bei beiden Plattformen die Eule benutzen. Ach man, ey. Wie lange soll der Part noch werden? Das ist beide Male so knapp gewesen da mit der Eule gerade, ne? Ja, gut. Aber das Puzzleteil haben wir. Machen wir halt noch eben das Herz. Das werde ich brauchen, denke ich. Auf jeden Fall besser es zu haben, als es nicht zu haben. No shit. Sherlock auf jeden Fall am Werk. Ja. Und da ist auch schon weg. Boah, solche Dinger darf ich nicht machen. Wie gesagt, wenn man die Möglichkeit zu, dazu hat, zu entspannen, dann sollte man das auch machen. Gilt nicht nur in Spielen, sondern auch im Leben, Leute. Klar, lebt euer Leben. Lebt den Tag, als wäre es euer letzter. Ist klar. Aber man soll ja auch mal entspannen dürfen. Ich habe ein Herz. Scheiße. Ach, komm schon. Ich möchte... Ich glaube, ich höre nach dem Level auf. Sorry, aber... Geht nicht. Geht einfach nicht. Habe ich auch schon Angst vor dem letzten K-Level, wie gestört das sein wird.
Also die Achterbahn-Level aus Super Mario Bros. Sind ein Witz hiergegen. Ein Witz. Wobei ich die auch nicht so krass finde, um ehrlich zu sein. Ist halt so... Du musst... Ach nein, genau das meine ich. Ich bin eben auch schon so... so früh da runtergesprungen. Sollte ich nicht machen. Beziehungsweise halt... Doch schon, um halt Zeit zu sparen. Aber mit einer Rolle. Oh, 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 oh. Das war etwas früh. Jo. Oh mein Gott, das war knapp. Und Herz, ja. So. Schade auch eben, dass ich da so ins Hadern gekommen bin, beim vierten Puzzleteil. Sonst hätten wir es, glaube ich, schon schaffen können. Das Ding hier. Nein, was mache ich für eine Scheiße? Immer bis zum Schluss auf den Plattformen bleiben. Ich denke, jetzt kriegen wir es aber auch hin. Wenn ich mal ein bisschen ruhiger bin hier. Ihr seht ja auch, das klappt jetzt viel besser als eben. So. Und für alle, die den Level spielen, die das hier sehen und vielleicht mal irgendwann auch das Level, das Spiel zocken und das noch nicht bei jemand anderen gesehen haben oder was auch immer. Für euch alle einen echt guten Tipp. Versucht nicht auf den Plattformen zu korrigieren. Also wenn ihr landet, da irgendwie rumzudrücken, so macht das in der Luft, wenn ihr gesprungen seid. So. Da springe ich nicht direkt drauf. Hier können wir einfach stehen bleiben. So, und erst anschauen. Erst schön anschauen. Und wieder anschauen. Oh mein Gott, hätte ich das verkackt. Meine Fresse. Ich habe wegen den Neustarten ein Puzzleteil vergessen, ne? Ich denke schon, ja.
fuck. Oh mein Gott. Ja, okay. Aber schön, dass wir hier den Level geschafft haben. Vor allem noch nur mit Donkey Kong. Das ist auch eine Leistung. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Vor allem bis zum Schluss zusehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.